Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um den Bounce Workflow. Und zwar exakt darum, dass man ab und zu MIDI- oder Audio-Clips, die noch weiter mit Effekten oder sonst was Echtzeit berechnet werden, dass man die ganze Berechnung quasi direkt schon in die Waveform umwandelt. Warum ich das mache und wie ich das mache, das erkläre ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, es gibt viele Gründe oder einige Gründe, warum man während einer Produktion Clips, egal jetzt ob MIDI oder Audio-Clips, umwandelt in reine Audio-Clips, also sprich das ganze Processing, was hier stattfindet mit irgendwelchen Effekten, EQs und so weiter, komplett gleich in die Audio-Datei oder in den Audio-Clip mit reinrechnet. Das eine kann sein, man kollaboriert mit jemandem und dieser jemand hat nicht alle Plugins, die man selber benutzt. So kann die andere Person dann einfach auch den Sound hören, den ihr fabriziert, ohne das Plugin wirklich besitzen zu müssen. Oder der klassische Fall, die CPU ist am Anschlag und ihr müsst einfach für ein bisschen Entspannung sorgen und dann ist eine Umwandlung in Audio auch eine super Idee. Und da ist dann so meistens die Angst dabei, oh je, wenn ich jetzt alles umwandle, dann verliere ich ja, dann kann ich nicht mehr zurück im Falle eines Falles, wenn ich mich nochmal umentscheide. Aber ich habe mir da so eine kleine Sache angewöhnt und die ist ziemlich praktisch, wie ich finde. Und Bitwig unterstützt mich da auch sehr gut, wie ich das mache. Oder ich habe mich einfach an den Workflow von Bitwig angepasst. Das ist das Henne-Ei-Problem. Und zwar, wenn ich zum Beispiel diese Chordspur, die hat den Fader hier so ein bisschen vorne, dann hat sie ein paar Clips drin und dann benutze ich hier auch noch den Send-Regler, wo ein Teil auf den Reverb gesendet wird. So, meine Clips sind jetzt ein bisschen unnatürlich lang hier, weil ich die Clips versuche so aufzubauen, dass die Noten, die da drin sind, mit der Effektkette, und ich habe hier zum Beispiel noch einen Delay 2 drin, dass die Clips so lange sind, wie die Noten erklingen. Das heißt, ich könnte normalerweise den Clip so leise machen, aber dann erklingt die Note hier hinten dran. Aber ich versuche eben, wenn ich so weit auseinanderliegende Noten habe, die Clips dann so einzeln zu machen. Wenn die natürlich näher beieinander sind, dann ist das halt nachher ein Clip. Aber so mache ich das halt auf diese Art und Weise. Das heißt, ich passe die Cliplänge immer der Notenlänge plus Effekt an. Und das möchte ich jetzt auch als Audio bouncen. Und es gäbe jetzt natürlich jetzt die Möglichkeit, einen Rechtsklick zu machen und Bounce in Place zu machen. Aber das ist nur die halbe Miete, weil Bounce in Place wird dann nur der Synthi, das Tonerzeuger quasi oder das Plugin deaktiviert, aber die ganze Processing-Kette hier unten nicht. Und ich möchte aber alles da raus haben quasi, damit die CPU einfach wieder zum Beispiel entspannter ist. Beziehungsweise bei einem Austausch mit jemand anderem kann ja sein, dass ich hier noch fancy Plugins drin habe und die mein Gegenüber nicht drin hat und dann ist natürlich ein bisschen blöde mit der Zusammenarbeit. Also, mein Workflow sieht so aus. Ich markiere die Spur, dann dupliziere ich die entweder hier mit Edit und Duplicate oder eben Steuerung D. Dann benenne ich die Spur um mit Steuerung R und packe hier hinten ein Audio dran, zum Beispiel. So mache ich das halt. So, jetzt habe ich einfach eine identische Spur, die ein bisschen anders heißt, aber sonst ist alles gleich. Die Send-Regler sind gleich, der Volume-Regler ist hier gleich, alle Effektketten sind da. So, jetzt markiere ich hier von dieser Kopie den ersten Clip und drücke Steuerung A. Mit Steuerung A wird hier alles markiert. Man kann das natürlich auch machen, den ersten Clip markieren, Shift-Taste gedrückt halten und dann alles andere markieren, ganz hinten. Aber wenn der Track ein bisschen größer ist und ausladender ist, dann mache ich das lieber mit Steuerung A, weil da wird definitiv jeder Clip mit reingenommen, egal irgendwie, ob ich jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den ganzen Track nicht sehen würde, sondern nur das, dann kann ich mir sicher sein, dass der Clip, der aus dem Bild gefallen ist, auch mit dabei ist. Drücke ich nochmal Steuerung A, markiere ich alles. Nochmal Steuerung A ist nur noch das markiert. So viel zu Steuerung A. So, und jetzt gehe ich hin und mache einen Rechtsklick hier drauf und wähle aus Bounce.
Prefader 24-Bit ist so meine Standardeinstellung, nichts Kompliziertes. Und jetzt wird eine neue Spur hier angelegt, eine neue Audiospur. Und da sehe ich dann die gebouncten Samples drin. So, die neue Audiospur hat eine andere Volume-Einstellung. Sendregler ist auch nicht richtig drin, aber dafür habe ich ja hier diese Kopie gemacht. Die Samples heißen dann auch gleich Quartz Audio, deshalb habe ich die hier auch umbenannt. Also einer der Gründe, dass ich das umbenannt habe und dass ich quasi die Audiospur von der Originalspur unterscheiden kann. Deshalb kommt hier halt so ein Zusatz dran, das kann man auch vorne mit einem A machen oder da kann man sich ja selber was überlegen. So, und was ich jetzt hier noch mache, ich nehme die gebouncten Clips, drücke wieder STRG A, damit alle ausgewählt sind und ziehe die einfach auf die andere Spur hier hoch. Bitwig konvertiert es gleich von einer MIDI-Spur in eine Hybridspur, also wo ich MIDI und Audiodaten drin haben kann. Und jetzt habe ich in dieser Spur, in der Quartz Audio, habe ich ja noch meinen ganzen Synthi und das ganze Zeug hier drin. Aber die kann ich jetzt hier einfach rauslöschen. Dann ist die Spur leer. Die Audiospur zum Bouncen kann ich auch löschen. So, und jetzt habe ich, wenn ich die hier mal so direkt miteinander vergleiche, die Originalspur. Auch mit dem Reverb hier aufpassen. Jetzt nehme ich die Spur hier rein. Reverb. So, und das Schöne ist jetzt einfach, ich kann die Originalspur jetzt eigentlich hier im Inspektor deaktivieren oder mit Alt-A geht das auch. So, jetzt braucht diese Spur und sämtliche Device da drin überhaupt gar keine CPU mehr. Und falls ich eine Menge Instrumente habe, kann ich das Ganze hier unten mit diesem X quasi ausblenden lassen. Jetzt sehe ich nur noch die aktiven Spuren. Will ich hier jetzt irgendetwas ändern, dann kann ich hier wieder auf das X klicken und sehe dann meine deaktivierte Spur. Und kann sie wieder wegmachen. Das gleiche mache ich jetzt nochmal hier mit diesem Ploing. Das Ganze klingt so. Zum Beispiel. Und wie gesagt, ich nehme diese Spur, dann dupliziere ich die mit STRG D. Dann benenne ich sie um. Oder erweitere die Benennung, wie man das mag. Gehe hier auf den ersten oder auf einen Clip. Drücke STRG A, damit alle ausgewählt sind. Wähle dann Bounce. Prefader 24-Bit. Dann wird gebounced. Dann wähle ich alle gebounceden Audiodateien aus. Ziehe sie hier hoch. Lösche die Audiospur, die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Gehe in mein Ploying Audio und lösche den Soundprozessor, sodass die Processing-Kette, die Device-Kette hier unten leer ist. Und vergleiche nochmal, das ist auch immer ganz wichtig, dass man das nochmal tut. Jetzt die neue Audiospur. Ja, da hinten war es ein bisschen kurz, das hätte ich besser machen können. Aber das soll es so sein. Das heißt, jetzt kann ich das auch deaktivieren und habe jetzt hier schon mal meine zwei Audiospuren und müsste jetzt nur noch fortfahren mit dem Bass und mit den Drums, wenn ich das auch so machen will. Und dann ist meine CPU hier komplett entspannt und ich kann das Projekt dann auch mit der Person austauschen, mit der ich kollaboriere. So. Wenn man das eine Weile macht, so als Abschluss, dann sammeln sich eine ganze Menge Bounces. Und es gibt dann, dazu muss ich mich, glaube ich, mal hier ausblenden. Wenn ich das kann. So, genau. Und zwar gibt es nämlich hier unten einen Bereich, hier, der heißt Project Panel. Da kann man die ganzen Infos reinschreiben, wie der Track heißt, die Artist und hier dieses Notizfeld. Das ist sehr hilfreich.
Gerade wenn man zusammenarbeitet, lohnt sich das hier zum Beispiel immer Notizen reinzuschreiben, was man da alles gemacht hat. Oder für später einfach nochmal so genau, in welcher Version hat man welche Schritte unternommen. Einfach so, dass man ganz grob weiß, okay, wenn man nochmal irgendwohin zurück muss, da müsste ich jetzt nochmal zurück, weil da habe ich irgendwie massiv was geändert. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, hier auf dieser Projektpage gibt es nämlich noch den Bereich Files. Und dieser Bereich Files, der hat hier unten noch diesen schönen Knopf Delete Unused. Und wenn ich den jetzt klicke, kriege ich eine riesen Liste an Bounces, die ich mal gemacht habe, Vorbereitung. Und die sollte man natürlich dann löschen, weil die liegen alle noch in dem Projektverzeichnis rum. Und gerade wenn man dann Dateien austauscht, schickt man unnötigerweise Megabyte oder Gigabyteweise Zeug hin und her, wo man einfach mal aufräumen könnte. Ist ja auch ganz gut fürs eigene Backup. Dann sammelt sich da auch nicht so viel Müll an, den man sowieso nicht benutzt, braucht oder überhaupt noch sieht. Der liegt dann einfach nur rum, quasi als verwaiste Dateien. Und diese Funktion Delete Unused ist wirklich hervorragend. Da hält man einfach so sein gesamtes Werk so ein bisschen sauber. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch was genutzt. Ich hoffe, dass ihr vielleicht Gefallen daran findet. Mich würde es interessieren, wie ihr das macht. Gerade auch so mit dem Austausch mit anderen oder zum Beispiel, sind eure Rechner stark genug oder braucht ihr das relativ häufig? Habt ihr einen besseren Weg vielleicht? Ich habe für mich noch keinen besseren oder praktischeren Weg gefunden, der das einfach so schnell und relativ sauber erledigt. Würde mich interessieren, was ihr denkt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao.